Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Coco Bandicoot. In der letzten Folge haben wir Slippery Climb geschafft. Ja. Ah nee, das ist das Level. Das ist auch ganz cool. Das habe ich spontan vergessen. Hier haben wir nur Licht für eine begrenzte Zeit. Dementsprechend müssen wir hier so ein bisschen Speedrun-technisch durchrasen. Das ist schon so ein Level, das würde ich gerne Speedrun, weil man ja sowieso Speedrun muss. Also, was ich damit sagen will, ist, es ist ziemlich einfach, wahrscheinlich. Weil man sowieso gezwungen ist, schnell zu sein. Ja, ne? Also in der letzten Folge komplett Slippery Climb war sehr, sehr nervig. Und dementsprechend bin ich jetzt schon wieder so ein bisschen angeschlagen nach einer fucking Folge, ey. Und, was ich ja auch noch sagen wollte am Ende der letzten Folge, oder generell in der letzten Folge, das war sie, Leute, die magische 9. Das heißt, das, was jetzt hier so passiert, zeittechnisch, leveltechnisch, das ist eigentlich Fanservice. Das ist, also damals, hätte ich das auf PS1 gespielt, wäre das purer Fanservice. Das wäre pure Zugabe, weil ich sie ja damals in 3 Stunden geschafft habe, aber hier sind wir jetzt tatsächlich über die fucking 3 Stunden drüber hinweg, fuck. Ja, wenn man das Farmen der Level mitzählt, dann sowieso, ist ja ganz klar. Aber das zählen wir jetzt einfach mal nicht mit. Vielleicht habe ich es ja damals auch gemacht, ich weiß es nicht. Könnte sein. Huch, war da Udega? Habe ich gar nicht gesehen, okay. Ah, okay, da muss man jetzt ein bisschen raten. Rati. Ich meine, wir haben hier auch Ratten. Ist das schräg? Ist ein bisschen schräg, ne, gewesen. Fuck. Wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Gab es zwischendurch mal einen Checkpoint? Ich weiß es nicht. Aber auch hier so von der Atmosphäre. Ich mag den Teppich, den roten. Haben sie wahrscheinlich auch extra für mich ausgefahren, weil ich halt nun mal ein cooler Dude bin. Aber hier so diese Burg, Steine, Wände da, das ist mir zu comicartig. Auch wieder zu sauber. Es sieht teilweise auch so ein bisschen aus, als wäre das... Was habe ich denn? Ach, ich darf wahrscheinlich auch nicht getroffen werden, ne? Dann ist er ja auch weg. Das habe ich nie bedacht. Hab ich eben gesagt, das wirkt teilweise auch so ein bisschen wie aus Knete oder so, ne? Udega! Musik ist ganz interessant. Also habe ich beim letzten Mal vielleicht gar nicht... War ich gar nicht zu langsam, sondern ich wurde wahrscheinlich einfach getroffen. Ich überlege gerade so, hä, wie soll man das denn schneller machen? Nee, wahrscheinlich wurde ich wirklich einfach getroffen. Na dann. Deswegen bin ich jetzt so die letzten paar Male durchgerusht. Ich dachte, es lag an der Zeit. Aber dann ist es jetzt wohl an der Zeit, wieder ruhig zu spielen und einfach nicht getroffen zu werden. Das wäre doch mal was. Da ist Udega. Boah, nein! Ach komm, was? Das sah vom Weiten so aus, als hätte er die ganze Zeit gestanden. Aber dann, als ich so ankam, dachte er sich so, ja, jetzt fahre ich mal los, ne? So wie der Bus damals immer, der mich zur Schule fahren sollte. Steht sinnlos 30.000 Stunden rum, aber wenn ich dann komme, dann ist er weg, ne? Also es ist halt wirklich so, ich habe des Öfteren wirklich mal gut, man muss jetzt wieder sagen, man kennt vielleicht die Geschichten, wenn man alte Let's Plays gesehen hat, wenn der Bus um 5 nach irgendwas fährt, dann stehe ich auch 5 nach da. Also es ist jetzt nicht so, dass ich eine Minute eher da bin oder so. Ist natürlich schon immer so ein bisschen riskant. Aber ich finde es so lustig, weil wir dann so 2016, Ende 2015, Anfang 2016 so diese Asyleinwanderungen hatten. Und bei uns wurde ja dann da auch so ein Asylheim gebaut. Und die haben auch noch eine extra Bushaltestelle gekriegt, was komplett behindert ist, da wir quasi eine haben. Und nach meiner kam quasi... Naja gut, das ist jetzt scheiße. Nach meiner kam dann quasi 30 Sekunden später schon die nächste Bushalte. Und sie haben quasi zwischen meiner und der 30-sekündigen entfernten noch eine Bushalte gemacht. Das heißt, du hattest dann ja... Was soll ich jetzt tun? Oder haben sie die Zeit jetzt irgendwie angepasst? Du hattest dann quasi 3 Bushaltestellen...
innerhalb von einer Minute. Weil, hey, warum denn nicht, ne? Also, Asylanten sind ja auch dafür bekannt, dass sie nicht laufen können. Eigentlich müsste man ja jetzt hier... Ja, ich mach's einfach. Ich meine, ne, ihr wisst das ja. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es ja so, dass die ja über Jahrhunderte versklavt wurden. Dementsprechend sind sie doch eigentlich ziemlich durchtrainiert. Aber nee, es sind ja es kommen ja in erster Linie die ganzen Arabas, die sind ja nicht durchtrainiert. Die Afroamerikaner waren ja die durchtrainierten Sklaven, ne? Ja, ist jetzt auch nur so halb ein Witz von mir. Ich muss da immer an dieses eine KIZ-Lied da denken. Was ja dann dementsprechend etwas selbstironisch ist, weil bei KIZ, der eine da, der ist ja auch, glaube ich, nicht deutsch. Der hat das ja dann so gesungen. Irgendwie so mir fällt nur die erste Hälfte ein, so die 100 Jahre waren genug Sklaventraining für euch oder so, also... Hey Leute, an dieser Stelle hatte ich die Stelle vom Lied eingeblendet, damit ihr das quasi hören könnt. Leider wurde mein Video dadurch weltweit gesperrt, weshalb ich es halt nochmal rausschneiden musste. Dementsprechend googelt doch bitte einfach mal nach KIZ Urlaub fürs Gehirn, beziehungsweise gebt das einfach mal bei YouTube ein, hört euch die ersten 1-2 Minuten an. Und dann werdet ihr quasi diese Stelle hören. Ja, tut mir leid. Ich hätte es euch gerne bequem gemacht, aber ihr kennt YouTube. Ja, also da soll mal jemand sagen, das ID-System würde nicht funktionieren. Das waren 5-6 Sekunden, die ich da eingespielt hatte. Tja. Es ist natürlich Schwachsinn, weil keiner lebt ja 100 Jahre, also meistens nicht. Aber das so nach dem Motto, das liegt dann so in den Genen und so. Aber nee, es ist ja auch egal. Wir reden ja gar nicht von den damaligen Versklavten, sondern wir reden ja von den Arabas und so. Weiß nicht, ob die damals auch versklavt wurden. Vielleicht fehlt mir da ein wenig Hintergrundwissen. Was mir aber auch abgesehen davon fehlt, ist der Skill offensichtlich. Ich weiß immer noch nicht so hundertprozentig, woran es jetzt liegt. Ich versuche jetzt nochmal... extrem sicher zu spielen, wollte ich sagen. Wieso waren da eigentlich... Stimmt, es sind ja eigentlich immer Kerzen hier. Ich wollte gerade sagen, wieso waren da Kerzen? Nein, nein, es sind schon die ganze Zeit hier Kerzen. Aber irgendwie... hatte ich den Gedankengang beendet. Ja, und dann ist er so bei mir... ist er dann quasi immer punktlos gefahren, wenn er dann musste. Aber dann gab es natürlich... nach meiner Haltestelle... die Haltestelle, wo die ganzen Asylanten reingegangen sind. Und da ist es dann gerne mal vorgekommen, dass wir dann ungelogen einfach mal 15 Minuten da standen, weil halt 100 Asylanten rein wollten, gefühlt. Und dann auch teilweise Leute, die sich dann nicht verständigen konnten, die dann teilweise schwarz fahren wollten oder Person 2 geht rein und Person 12 will sich dann einfach durchschlängeln. Und wenn der Busfahrer dann... Geld von ihm haben wollte, beziehungsweise halt den Ausweis, dann hat der Ausländer ihm versucht zu sagen, dass Person 2 ja schon für ihn bezahlt hätte. Ne, also da so solche Matenzchen. So irgendwelche Taktiken. Oh shit. Da hätte ich es ja beinahe durch Zufall noch geschafft, ne? Irgendwelche dummen Taktiken, um kostenlos in den Bus kommen zu können, beziehungsweise halt einfach Verständigungsprobleme. Ich meine, ist ja kein Problem, wenn einer für mehrere zahlt, aber dann sollen die doch bitte gleichzeitig alle einsteigen. Kann ja nicht sein, dass das Nummer 1 für Nummer 20 bezahlt. So, in der Zeit hat der Busfahrer doch schon wieder vergessen, wer für wen bezahlt hat, ne? Also, so ein Schwachsinn. Und dann, ja, dann stehst du dann eben halt da und denkst dir so, oh, geil. Ich habe das sogar tatsächlich ein, zweimal versucht. Dass ich dann von meiner Haltestelle, also dass ich ganz knapp den Bus verpasst habe und dann einfach... wirklich so mehrere hundert Meter zur nächsten Bushaltestelle gerannt bin, weil ich wusste, dass der da lange steht. Aber trotzdem er da lange gestanden hat, habe ich es trotzdem nicht geschafft. Ja. Leider, leider, leider. Naja. So, ich wollte jetzt nicht schon wieder unnötig politisch werden. Ich weiß auch gar nicht, wie wir auf das... Ja, irgendwie das Thema Zeit... Zeit, 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 Zeit. Das Level hier ist auch wieder so ein Ding, das habe ich damals durchgerockt ohne Probleme. Jetzt ist es hier vielleicht ein bisschen besser, weil ich den Fahrstuhl besser genommen habe. Fragezeichen. Ich glaube, wir sind jetzt weiter, oder?
Ja, weil die Holocaust-Ratten mich da auch dann penetrieren. Ich spring jetzt einfach. Nee. Ich muss ja nebenbei auch auf die Dinger da achten, die da von links nach rechts schwingen. Ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen. Mann, Leute, was ist das? Ein Level pro Folge jetzt hier oder was? Wow. Nachher kommen wir noch auf 18 Folgen für den normalen Durchlauf. Einfach das Doppelte, weil das Spiel scheiße unfair geworden ist. Ja, was ist jetzt hier? Ja, genau. Ich wollte doch sagen, da war doch irgendwie ein Loch oder so. Und falls einer fragt, ja, es gab natürlich auch Tage, wo ich versucht habe, mich zu benehmen. Da habe ich dann versucht, 2-3 Minuten zeitiger an der Bushaltestelle zu stehen. Und was ist passiert? Dann kam er 15 Minuten zu spät. Ja, wie man es macht, ist es falsch. Was auch immer. Ja, schon wieder. Er wartet. Er wird quasi wirklich getriggert, wenn ich nah dran bin. Dann macht er erst seine erste Runde. Schon wieder. Springen, springen, springen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay. Okay, okay, gut, gut, gut. Nehmen wir, machen wir. Da freuen wir uns drüber. Holy shit, Alter, was war denn das schon wieder? 10 Minuten, verdammt, Sylt. Jaws of Darkness. Okay. Okay. Ja, das ist das Tempel-Level, das ich schon angekündigt habe, aber ich verstehe nicht so ganz, warum mir die Weltkarte sagt, dass es im Wasser spielt. Bin ich jetzt Untergrund oder was? Also im Untergrund. Bin ich jetzt Untergrund oder was? Alter Walla, was geht? Oh ne! Ich sag dir, was geht. Meine Schuhe, die gehen nach oben. Mein Körper, der bleibt unten. Alles Gute kommt von unten, weil das Beste von unten kommt. Ja. Yeah. Aber mir gefällt die andere Version eher besser. So. Alles Gute kommt von hinten, weil das Beste von hinten kommt, ihr Freier. Meine Eier, Junge, wenn er kommt, dann schreit er, dann schreit er. Glaubt mir, ich mach trotzdem weiter. Diese Parodie von Bushido, so geil. Es ist so grau hier, ich habe meinen Ghost Rider verloren. Ja, der ist hier doof, ne? Da muss ich dann wirklich so in die Mitte springen und dann... Ach so, der ploppt aber wieder auf. Okay, der ist nur kurz tauchen gegangen oder so. So ein bisschen wie Delfine, die dann mal kurz Luft holen und dann wieder untertauchen. Snake! Was? Als ob der mich jetzt getroffen hat! Was ist denn das für ein Scheiß? Aber gut, das darf man, wenn schon, dann wieder der 3D-Perspektive schulden. Ich wusste jetzt nicht, wie nah er an mir dran ist. Fledermäusis? Fledermäusis. So, wo war das hier? Ja, ja. Und dann gleich springen? Nö, ist natürlich perfekt mit den Fledermäusen getimed, ist ja ganz klar. Natürlich hatte ich keinen Checkpoint. Oh Mann, ey, es regt mich gerade wirklich auf. Wobei, gut, hier gab es jetzt noch keine Stelle, wo man jetzt wirklich sagen kann, das lag jetzt wieder am Stock. Ne? Aber so irgendwie, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, werde ich jetzt doch alt? Gut, zugegebenerweise. Ich fühle mich schon alt. Ich meine, geistig sowieso. Ne, da war ich ja mit 14 geistig schon so alt wie ein 50-Jähriger. Aber auch so generell. Ich finde, 24 ist ein sehr trauriges und altes Alter. Und ab 30 sind die Leute für mich schon tot. So werde ich mir wahrscheinlich, kurz bevor ich 30 werde, eh das Leben nehmen. Ansonsten... Oh shit, genau. Ich habe ja noch einen Aki-Uki. Ansonsten habe ich wahrscheinlich eine fette Midlife-Crisis mit 40, lul. Da geht's richtig ab. Schätzungsweise. So, Checkpoint, wie sieht's aus? Immer noch nicht. Was soll denn das, Leute? Was soll denn das? Denn hier auch das mit den Töpfen. Wer hat sich das ausgedacht? Hatte da jemand irgendwie Probleme mit seinen Säuglingen oder so? Oder so quasi so ein... Oh, ich dachte schon, ich mach das kaputt. Ne, hier ist der Checkpoint. Du gehst wieder hoch? Ne, tatsächlich nicht. Irgendwie so ein Traumata, weil er damals irgendwie nicht lernen konnte, aufs Töpfchen zu gehen. Und deswegen waren die so in der Meinung, die müssten ihr Töpfchen implementieren.
Warum nicht die coolen Kerzen behalten? Ich verstehe das nicht. Oder haben die das nicht als Kerzen wahrgenommen? Könnte ja auch sein, so. Haben nicht gecheckt, dass das Kerzen waren. So wie sie auch nicht gecheckt haben, wie man das Sprungverhalten anpassen sollte. Ja. Da muss man sich erstmal so einen schönen Weg zusammen Friesel, Badiesel, und Schniesel, Kakiesel, Bams, fuck you Snake. Muss man eigentlich mal Metal Gear Solid 6? Fragezeichen. Ach ja, richtig. Konami hat ja Kojima rausgeballert. Eigentlich gibt's ja schon, was habe ich gerade gesagt? Metal Gear Solid, ne? Nicht Final Fantasy oder so. Eigentlich haben wir ja schon Metal Gear Solid 6. Wurde auch unter Experten... Ja, wie wird's denn genannt? Ich weiß gerade gar nicht, wie das Kackspiel heißt. Das mit den Zombies? Ich weiß es nicht, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ja, Metal Gear Solid Let's Plays, ich hatte ja mal vor, den vierten zu spielen, weil ich mir die ersten drei bei Let's Playern angeschaut habe. Und dann habe ich gemerkt, dass es keine vernünftige Person gibt, die den vierten gespielt hat. Also, es gab kaum jemanden, der das... Also, erstmal, lass uns mal so anfangen. Es gab viele, die es angefangen haben. Sagen wir so... Wenn wir jetzt nur an die Deutschen denken... 10 vielleicht? Also eigentlich doch nicht viele. Ne? 10 haben es angefangen. Von den 10 haben es vielleicht nur 3 beendet und die 3 klingen richtig scheiße. Und da dachte ich mir, ja, vielleicht sollte ich da mal was Ordentliches bieten. Aber irgendwie ist es nie dazu gekommen. Das ist ja mit vielen Sachen so. Vieles ist geplant, das meiste kommt nicht. Nicht, weil ich es nicht kann, sondern weil ihr nichts könnt. Und ich dementsprechend keine Motivation habe, weil sich ja keiner dafür interessiert. Natürlich kann man sich für nicht für etwas interessieren, was nicht da ist, aber man könnte sich ja für das interessieren, was da ist, damit man auch vielleicht Interesse an dem entwickeln kann, was noch nicht da ist. Weil wenn ich sehe, dass das Interesse für das da ist, was da ist, dann habe ich auch Interesse daran, etwas zu bieten, was noch nicht da ist. Könnt ihr mir folgen? Ich hoffe es für euch. Ich wünschte, die Plattform hätte der anderen nicht gefolgt und wäre unten geblieben. Aber gut, ich hatte da ja einen Checkpoint. Mann, Leute, das ist echt krass. Die leben, die gehen, das glaubt man gar nicht, ey. Unglaublich. Ah, shit, ja, da war es dann spontan zu weit. Das ist wirklich, diese Level werden wirklich zu Trolls gemacht, zu unbeabsichtigten Trolls. So, du musst hier durchdrücken. Du musst punktgenau springen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Und dann hast du hier so eine Stelle, also beim übernächsten Sprung, eine Stelle, wo du nicht zu weit springen darfst. So, früher hat das dann vielleicht Sinn gemacht, aber hier ist es dann wirklich irgendwie eine unbeabsichtigte Parodie oder so. Das Spiel kann ja nicht dafür, dass der Charakter modifiziert wurde. Verpiss dich. Zack, zack. Ah, links. Ne, da ist nichts. Anscheinend. Wahrscheinlich wieder irgendwie Edelstein-Action. Leben? Fragezeichen. Ah, nee, die alte. Nee, Moment, was ist denn links? War da nicht links noch was? Ach, egal, ich will es jetzt nicht riskieren. Runter. Oh, das macht natürlich Sinn. Beide unmittelbar. Und dann hast du da noch das Ende oder was? Was jetzt. Da haben die spontan sich irgendwie so gedacht, irgendwie. Wir haben da jetzt noch diese 35.000 Kisten. Wo sollen wir die denn jetzt hinlegen? Ja. Dumme Praktikanten wieder mal am Werk. Ich verstehe schon. Aber das jetzt eher in Bezug aufs Original vielleicht. Weil ich habe ja so gemeint, dass es so wirkt, als hätten sie sich sehr am Original gehalten. Also beschimpfe ich jetzt eher die Praktikanten von damals, nicht die von vor 2 Jahren. Oder 3 Jahren, also das Spiel wurde ja nicht vor 2 Jahren gemacht. Es war ja vor 2 Jahren fertig. Interessantes Bonuslevel. Verlangt sehr, sehr viel Ausdauer von mir. Wie man sieht, hat es zu viel verlangt. Und die Alte stand daneben und dachte sich auch so, Bitch, ich hätte es besser gekonnt, okay?
So, da muss man sich so diese stereotypische im Fernsehen vorstellen. Ich mach's gerade, aber man sieht nicht, die dann immer so mit ihrem Finger so schwingt und den Kopf immer so von rechts nach links macht. So eine Ghetto-Bitch. Ey, Bitch, ich hätte das viel besser gekonnt als du. Du dämliche Alte, du. Ups. Ja, okay, das ist jetzt aber auch wirklich unnötig von mir, ne? Okay, ich dachte, ich habe das Spiel jetzt kaputt gemacht. Weil bei einer Explosion fallen ja immer die Schuhe nach oben. Aber da klingelt das Handy. Da wir ja quasi kameratechnisch schon weit oben waren, hätte ja jetzt das Spiel vielleicht irgendwie epileptische Anfälle kriegen können. Aber nein, glücklicherweise nicht. Tja, ich würde mal sagen, dann überziehen wir jetzt noch ein bisschen. Damit wir das Level schaffen. Und dann würde ich mal sagen, mache ich tatsächlich wieder eine Pause. Das hat mich jetzt schon so sehr wieder erschöpft, dass ich keine dritte Folge schaffe, Leute. Mann, ey. Was dieses Spiel hier mit mir macht, das ist unglaublich. So, jetzt bitte nicht runterfallen. Ja, es ist wieder so ein Trollsprung. So, hey. Jetzt mal nicht den Controller durchdrücken. Jetzt mal minimal mehr Gefühl haben. Ich und Gefühle, was ist das? Verstehe ich nicht, kenne ich nicht. Hallo? Alter, wie sie mich trollen wollten. Ich hatte so... Hab wirklich überlegt, soll ich jetzt gehen? Und bin dann so einen Millimeter näher an den Stick gegangen. Mit meiner Hand. Und dann wollten sie zuschlagen, die Bastarde. Oh Gott, ja. Genauso geht's mir auch gerade. Coco, ich verstehe das vollkommen. Oh ja. Ich verstehe es. Alles klar, Leute. Wie viel sind's noch? 3, 4 oder so, ne? Castle Machinery. Das müsste jetzt nochmal so ein... Ja, industriales Level sein. Dann haben wir noch einen Boss, eine Laborantenmission und eine Fake-Mission bzw. Level, ja. Und nochmal eine Regenmission. Hatte ich es gesagt, die ist auch noch. Also so 3, 4 Level, irgendwie sowas. Ja. Leute, das war's für heute mit Let's Play Coco Bandicoot. Gott, ich bin am Arsch. Ich speichere hier sicherheitshalber nochmal. Man kann ja nie auf Nummer sicher gehen. Nie sicher genug gehen. Ach nee. Dann sieht man, dass automatisches Speichern aktiviert ist. Und man sieht auch, dass ich Jaws of Darkness geschafft habe. Und nur noch 42 Leben habe. Yeah! Und das alles dann im Zeitrennen. Alter. Wie gesagt, das Let's Play ist noch nicht veröffentlicht. Ich denke da jetzt wirklich nochmal drüber nach. Vielleicht so als Nebenprojekt. So, weil. Ich hatte ja die Intention, das dann halbwegs zu schaffen, bevor ich die erste Folge überhaupt hochlade. Aber ich denke, das mit den Relikten, das mit den Edelsteinen, das kriegen wir hin. Da habe ich noch gutes Vertrauen in mir. Aber das mit den Relikten. Phase 3 wird wahrscheinlich wirklich so nebenbei laufen, dass ich mir wirklich so am Tag sage, okay, jetzt setze ich mich mal eine halbe Stunde hin oder so und dann versuche ich es und dann war es das. Ne? Also ich denke nicht, dass ich das wirklich jetzt noch in den nächsten 2, 3 Tagen schaffen werde. Also für alle, die sich das jetzt anschauen, Phase 3 wird wirklich die totale Optionalität sein, okay? Ich werde es nicht an einem Stück schaffen, wirklich nicht. Sieht man ja jetzt schon. Ich schaffe ja noch nicht mal die Level normal zu beenden. Nee. Unglaublich, ja. Vielleicht liegt es ja doch am Laptop. Vielleicht sollte ich wirklich zu Crash wechseln. Ne? Ich meine, man hört es ja immer wieder, so Lappies und so, die sollte man auch nicht auf seinen Schoß legen, weil das erhitzt die Beine. Nachher kann man nicht laufen, da kriegt man dann irgendwelche... Ich weiß gerade nicht, wie das heißt, irgendwelche Krämpfe oder so, irgendwelche blutstauartigen Dinger in den Beinen und dann müssen die abgesägt werden, beziehungsweise man verreckt dann einfach, weil das ist ja auch alles so ein bisschen mit dem Herz verbunden und dann kriegt man einen Herzinfarkt oder man, habe ich es gesagt, man wird natürlich impotent
Und vielleicht spiele ich hier einfach auch gerade mit einer impotenten Person. Und ganz ehrlich, ich meine, ich bin sehr, sehr schnell zu ihr gewechselt. Vielleicht ist es ja wirklich nicht nur Kosmetik und Crash spielt sich wirklich anders. Ich weiß nicht, wann ich angefangen habe, mich dem Argument hinzugeben. Dem Argument von wegen, es ist stocksteif. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, nachdem ich gewechselt habe oder davor. Ohne Scheiß. Ich glaube, ich werde in der nächsten Folge dann tatsächlich nochmal mit Crash spielen. Da bin ich mir jetzt wirklich nicht so sicher. Ja. Aber erstmal werden wieder 38 Stunden, 1000 Stunden Pause gemacht. 38? Nee, ich brauche mehr, ich brauche mehr. Ich brauche jetzt erstmal 5 Jahre Urlaub. Ja, in diesem Sinne, wir sehen uns dann quasi wieder, wenn ich 29 bin, wenn ich kurz davor bin, mir das Leben zu nehmen, weil ich 30 zu alt finde. Bis zum nächsten Mal. See ya.